So, Thema heute Abend, der Jahreszeit entsprechend, es ist schön warm. Und bei so manch einem oder anderen wird auch die CMR so warm. Ich hoffe mal nicht so sehr wie hier auf dem Bild, was ich vergangene Woche aufgenommen hatte, wo die CMR am Futtertisch tatsächlich 53 Grad hatte. Da fragt man sich schon, können sich die Kühe auf die Zunge verbrennen oder was wird hier passieren? Uns geht es natürlich eher darum, während den Anfängen, wie können wir Wärmung am Futtertisch in den Griff bekommen, verhindern. Und was sind eigentlich die Ursachen dafür, dass so etwas passiert? Also stellt sich die Frage, wieso kommt es überhaupt zu einer Nacherwärmung? Und wieso betrifft uns dieses Thema vor allen Dingen im Sommer? Wie ist da der Hintergrund? Warum ist das eher nicht so ein Thema im Winter, sondern vor allen Dingen im Sommer? Und wie gesagt, es geht jetzt um den Hintergrund, was passiert eigentlich in der Silage, was passiert in der TMR und welche Möglichkeiten habt ihr täglich zu Hause, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Grundsätzlich ist es so, dass jedes Futter irgendwann warm wird und schlecht wird, wenn es denn Energie enthält. Je mehr, desto höher das Risiko einer Erwärmung. Je energiereicher, also je besser Futtermittel sind, umso höher das Risiko. Punkt 2, es muss freies Wasser enthalten sein. Deswegen trocknen wir ja zum Beispiel Getreidekörner in einem Bereich von unterhalb 14% Feuchtigkeit, damit möglichst wenig freies Wasser vorhanden ist, um einen Verderb zu befeuern, zu ermöglichen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch den Effekt bei einer Melasse oder bei einer Marmelade, die zwar trotzdem viel Wasser enthält, dieses Wasser aber letztendlich in Zucker gebunden ist, also gar nicht frei ist. Deshalb wird zum Beispiel eine Marmelade nicht so schnell schlecht. Wir brauchen Sauerstoff für eine Erwärmung. Wenn kein Sauerstoff vorhanden, dann nicht warm. Wie in jedem Holzofen zu Hause gilt das Gleiche auch fürs Futter. Kein Sauerstoff, keine Erwärmung. Deshalb ist Silage bis zur Entnahme auch so sehr stabil und nach der Entnahme so empfindlich gegen Nacherwärmung, weil vorher ist eben kein Sauerstoff da. Wir brauchen als viertes Temperaturen, die das Wachstum von Mikroorganismen ermöglichen. Je kälter es ist, Kühlschrank, Gefrierfach, umso weniger aktiv sind die Mikroorganismen. Umso sicher ist solch ein Futter oder Lebensmittel gegen Verderb und Erwärmung. Hemmende Säuren sind nicht mehr vorhanden oder abgebaut. Also Säuren wie Essigsäure, wie Propionsäure, wie Benzoesäuren, Sorbinsäuren und so weiter sind Säuren, die eine Erwärmung verhindern. Wenn die aber nicht da sind oder eben von den Mikroorganismen als schädliches Stoff abgebaut worden sind, dann kann so ein Futter warm werden. Und als letztes der Ausgangskeimgehalt. Wenn Mikroorganismen da sind, die leider nun mal immer vorhanden sind, wird es zur Erwärmung kommen. Je höher aber der Ausgangskeimgehalt ist, umso größer ist das Risiko der Nacherwärmung. Wir sehen also sehr viele Variablen, die wir haben. Und deshalb kann man auch nicht sagen, okay, das ist jetzt gerade so und letztes Jahr ist ja nichts passiert, dabei haben wir ja nichts geändert. Nichts geändert in diesem Bereich bedeutet eben sehr, sehr viele Variablen, die sich ändern können, die dann dazu führen, dass eine TMR in einem Jahr stabil ist, in anderen Jahren euch komplett um die Ohren fliegt. Und grundsätzlich und ganz entscheidend ist, es geht hierbei nicht darum, Nacherwärmung zu verhindern, sondern es ist wichtig, das Ganze zu verzögern. Die Zeit ist entscheidend. Wenn das Futtermittel gefressen wird, bevor es zu einer Erwärmung bzw. zum mikrobiologischen Verderb kommt, ist alles okay. Im Pansen, im Magen selber passiert nicht mehr viel. Es geht darum, das Futtermittel bis zum Fressen stabil zu halten. Das ist der entscheidende Faktor. Und das Ganze eben können wir testen. Hier mal ganz einfacher Vor-Ort-Test mit zwei Möglichkeiten, einmal behandelt, unbehandelt. So etwas kann eben 1, 1,5 Tage dauern, bis es dann ganz schnell Temperaturen 40, 50, 60 Grad erreichen kann. Und ganz wichtig, bei der Nacherwärmung gibt es kein bisschen warm. Es gibt ja auch kein bisschen schwanger. Es ist stabil und es kippt um. Und sobald ein Futtermittel sich auch nur 3 Grad über die Außentemperatur erwärmt, gilt es als verdorben. Es geht nicht darum, dass ein Futtermittel, was 30 Grad hat bei 17 Grad Umgebungstemperatur, ist eben nicht stabil, auch wenn es nur 30 Grad hat, wenn es sich selbst erwärmt.